Der Polacke tickt aus, halt deine Klappe, du Clown. Es dauert nicht mehr lange und ich mache Patte mit Dan. Bei uns rennt, bei uns rollt, bei uns fliegt. So, meine Freunde, auf ein neues Mo 86, mal wieder mit seinem Fake Talk. Wir ziehen es uns einfach mal rein, da sind ein paar interessante Sachen wieder dabei. Ich kann's ja nicht fassen, du hier. Ich kann's nicht fassen. Ach so, übrigens habe ich in seinem Livestream auch reingeschrieben. Weil er irgendwie meint, ja, alle denken an mich. Irgendwas hat er gesagt, habe ich geschrieben, ich denke auch gerade an dich. Aber darauf hat er nicht reagiert, ne? War ja klar. Ich bin kein Handlanger, ich arbeite für niemanden. Ich bin mein eigener Chef, war ich schon immer. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Genauso wie das Tier da, Ruhrwitzig. Er schreibt mir, ich habe mit deinem Rücken geschrieben. Mit deinem Rücken geschrieben. Schaut mal, was der Clown. Ich schicke ihm danach, ich hier. Dieser Typ will unbedingt Video auf meinen Kanal machen, nicht mehr, nicht weniger. Hier, er bettelt mich jeden Tag an. Was für Rückenmücken. Ich habe keinen Rücken, du Clown. Oho, schwere Anschuldigung. Sida hat bei Mo86 gebettelt, um ein Video bei Mo zu laden. Kannst du das belegen, Mo86? Da wäre ich schon mal gespannt, du hier. Ha, Mo, du willst doch sonst immer alles beweisen und widerlegen. Dann hau mal raus. Glaubst du wirklich, ich habe mit deinem Rücken geredet? Oh mein Gott, da merkt man ja, was für ein Clown er ist. Was für null Infos, die über mich haben und ich alle Infos über denen habe. Die sollten sich fragen, haben die wem in ihren eigenen Reihen, der mir alles sagt? Kann das sein? Oder warum habe ich alles in Mallorca gewusst? Oder warum habe ich alles in Frankfurt und so, weiß ich alle eure Geschichten von. Was weißt du in Frankfurt, du Hampelmann? Was weißt du? Du weißt gar nichts. Du weißt, das Einzige, was du weißt, ist, wo man in Frankfurt Drogen bekommt, und zwar am Hauptbahnhof. Alter, was weißt du über Frankfurt? Über wen weißt du hier was? Von wo? Gibt es vielleicht Mitglieder, die da Labrador Nostra Infos zuspielen lassen? La Brother Nossa. Das meint er doch nicht ernst, Alter. Hör darauf, Mo, hör darauf. Würde ich nicht wirklich fragen. Aber die glauben eher, ich habe übernatürliche Kräfte oder Green Magic oder keine Ahnung. Denkt, was ihr wollt. Wer weiß es? Wer weiß das schon? Aber wie ihr seht, deswegen machen die auch nichts. Wisst ihr, ich weiß alles von denen, von Celo, Bello, Cello. Ich weiß alles von diesen Clowns. Das ist das. Sie sind für mich mehr ein offenes Buch. Solltet ihr euch fragen, habt ihr vielleicht einen Typen bei euch, der mir alles sagt, der die Starte voll hat in Wahrheit von euch und hintenrum schon schaut, wie er den Absprung machen kann in eine andere Gruppe und so? Ja, ja. Also da will wahrscheinlich einer von den Hells Angels hier beim Mo eintreten, du hier. Weil La Brother Nostra ist ja die gefährliche Mafia, ne? Also wer will nicht zum Mo übertreten, ne? Kann das sein oder nicht? Ich sage nur. Weil ich weiß alles von euch. Ihr wisst nichts über mich. Das zeigt ja auch schon, wenn das Ziel sagt, hier, den Rücken, dass du das. Weil mir denke, kein Junge spricht, der was auf meinem Kanal Video machen will. Und ich schicke mir die Nachricht hier, schau, das habe ich mit dem Typen zu tun. Er hat mich angebettelt, dass er bei mir Video machen kann. Mehr nicht. Genau das ist genau das. Ihr seid für mich ein offenes Buch, das ist genau das. Diese Leute, wer weiß nicht, wer ich schwör alles, ich weiß bei denen sehr viele Sachen, glaubt mir. Glaubt mir, ich weiß auch, wer Hells Angel ist, der was nicht so raushängen lässt, dass er Hells Angel ist. Weiß ich auch, wer bei denen Mitglied ist. Das ist das. Nicht jeder lässt es unbedingt so raushängen. Das sage ich euch auch. Das wissen die auch. Frankie. Das ist genau das. Ey, dass der nicht normal reden kann. Frankie. Junge, du bist echt die Lachnummer des Grauens. Ey, ich hab grad richtig Spaß an dir. Ohne Witz. Frankie. La Brother Nostra. LBN 313 Mafia. Scheiße, Alter. Deswegen sage ich, es sind Kinder, ich spiele mich mit denen. Das ist so wie, ey, Kellner. Deswegen kann ich auch diese Bäckerling, Christian, Werner Altfurt und diese ganzen Sachen bringen. Weil die wissen, ich kann die Leute Tag und Nacht verarschen. Ich kann hier 24-Stunden-Stream machen, die können gar nichts machen. Wisst ihr, weißt du warum? Ich sage euch das auch. Weil diese ganzen Sachen, was da hinter den Kulissen sind und so. Die wissen alle, ich bin im Recht, das sind 31er. Ich schwöre auf alles, wenn die mit richtig großen Nummern am Tisch sitzen, die sagen, hey Junge, du bist 31er, er hat doch recht. Redet er irgendwelche Scheiße im Internet? Warum sagt er nicht, was das Problem mit euch ist? Weil er kein 31er ist. Warum macht sie 31er Moves? Seid ihr jetzt mitgekommen? Also ich habe nichts gerafft. Irgendjemand soll ein 31er sein, er ist ein 31er, der andere ist ein 31er, keine Ahnung. Warum lasst ihr da irgendwelche Lügen über ihn verbreiten, das und das? Das ist genau das.
Deswegen, ihr seid 31 und keine Kack 81er. Die wissen, die haben auch nicht nach dem Kodex gelebt. Bei mir haben die tausendmal den Kodex gefixt, den Unterweltkodex. Und an den Unterweltkodex muss man sich halten. Okay, also Mo, nochmal. Du bist nicht in der Unterwelt tätig, ja? Die Leute aus der Unterwelt, die siehst du gar nicht. Die sind gar nicht im Vordergrund, ja? Die du jetzt im Vordergrund siehst, diese ganzen Rapper und so und Christian Eckerlin, ja, das ist ein Profi-Fighter, der ist im Vordergrund. Und ja, er ist ein Hells Angel, aber das hängt da ja nicht an die große Glocke, ja? Das sieht man vielleicht an seinen Tattoos, okay? Aber so im Großen und Ganzen würdest du das wahrscheinlich nicht wissen, wenn du nicht das Tattoo gesehen hast. Ja. Wenn du ja so gut informiert bist, dann würdest du ja auch wissen, dass der Hells Angels Präsident von Frankfurt sein Schwiegervater ist. Aber so viel weißt du ja auch nicht. Naja, gut. Ich kack ab, ey. Unterwelt, ja. Wir hören weiter. Du Unterwelt, Gangsterboss. Wenn sich jeder nicht dran halten würde, was wäre dann? Dann wäre jeder im Knast, jeder würde sagen, egal, scheiß drauf, jeder kann jeden mehr machen, jeder kann das machen, jeder kann das machen. So funktioniert das nicht. Es hat Regeln und die haben sich nicht an die Regeln gehalten. Ja, aber der Mo hält sich an die Regeln. Er ist nämlich der Unterweltboss, ne? Also wenn der Mo sagt, ne, oder hier auf den Tisch haut, dann wird gespurtet, Freunde. Wisst ihr Bescheid? Und da gibt es höhere Instanzen, die was denen sagen, hier, das hier, ich weiß auch, ich schwöre auf alles. Ferengi, lüge ich oder was? Ferengi, dieser Frank Hannebutt und dieser Christian Fekalin und so. Die haben gefragt, hey, Mo, das und das. Was haben die, was habt ihr Antwort gekriegt? Nicht euer Problem, ihr dürft gar nichts machen, ihr könnt gar nichts machen. Das. Ja, dann erzähl doch mal, wen die angeblich jetzt gefragt haben. Wen hat der Frank Hanemuth und der Christian Eckerling gefragt? Und vor allem, was haben die gefragt? Dann zeig doch mal Beweise, Fakten, leg doch mal Fakten hin. Du behauptest doch immer, du würdest alles beweisen können und deine Zahlen, Statistiken und so. Ja, dann beweis es doch mal. Weil du laberst mal natürlich wieder aus dem Nähkästchen, wie immer. Und kein Mensch blickt hier überhaupt bei dir durch, du. Du alter Spitzbub, du hier. Was ist das? Die fragen sich, was steckt dahinter, was steckt dahinter? Ich bin ein ehrlicher Mensch, kein Geld. Was soll dahinter stecken? Du bist eine Lachnummer. Du bist ein Junkie, den keiner ernst nimmt. Deswegen lachen wir uns doch alle schlapp über dich. Digga, ich mache auch jeden Tag ein Video gegen dich. Was willst du machen? Hä? Frankie, was willst du machen, Mo? Ich lach mich jeden Tag schlapp. Ich zieh mir jeden Tag deine Videos rein und lach mich schlapp. Jeden Tag. Was willst du machen? Ich lach dich aus. Was willst du machen? Keine Macht steht dahinter nicht. Bin auch nicht kriminell. Aber ich habe meine Kontakte, das wissen die auch. Die können mir gar nichts machen. Die haben nachgefragt. Ich schwöre auf alles, die haben nachgefragt. Das haben die bekommen. Deswegen sagen die auch überall, hey, er ist verrückt. Ja, wir machen ihm nichts. Das und das. Ihr könnt es nichts machen. Ihr habt doch nachgefragt. Ihr habt doch nachgefragt. Also labert doch keinen Müll. Labert doch keinen Müll. Ihr wisst ganz genau, ihr kriegt kein grünes Licht. Das ist das. Warum? Ihr wisst, jeder da, das sind Kinder. Wer soll sich denn grünes Licht holen? Für dich braucht man kein grünes Licht. Du bist irgendwann mal, läufst du irgendwo auf der Straße und dann wird irgendeine Eigenpartei ergreifen und wird dir einfach mal ein paar vor die Glocke hauen. Also, Digga, das weißt du doch selber. Ey, du fühlst dich einfach nur sicher gerade, weil du das jetzt ein halbes Jahr oder so machst und in deinen Titeln die Hells Angels da eingibst, ja, oder Christian Eckerlin oder Werner Frankfurt. Oder was weiß ich, wenn nicht alles. Digga, die Leute nehmen dich nicht ernst. Vor allem, der, wer bist du? Wer bist du, um sich die Finger schmutzig zu machen? Man lacht über dich, ist doch gut, ist doch schön, du unterhältst uns doch alle. Soll auch so bleiben. Aber irgendwann wird mal irgendeiner kommen und wird dir wirklich eine vor die Glocke hauen. Da braucht keiner grünes Licht, Alter. Digga, Mann. Das sind Kinder, ich schwöre auf alles, das sind Kinder, ich sage euch das ehrlich. Glaubt ihr wirklich, ich kann mich da ins Internet setzen, ein Jahr über denen reden und so, wenn das keine Kinder wären? Warum gehen die zu euer Boy? Warum gehen die zu Django? Warum gehen die zu dem? Warum gehen die zu dem? Warum gehen die zu jedem, auch zu mir? Jeden anderen besuchen die, jeden anderen, oh, das und das. Aber bei mir nicht, warum? Hä? Wieso besuchen die denn? Die haben doch alle miteinander zu tun irgendwo. Der Jengis hat mit dem einen oder anderen von den Hells zu tun. Euer Boy, ich weiß nicht, wen er damit meint. Der ein oder andere meinte zu mir, der würde Manuelsen meinen. Manuelsen ist seit Jahren mit den Jungs unterwegs. Also von wem, von was oder von wem redest du hier? Digga, das kannst du doch nicht ernst meinen, ey.
Nichts zwischen den Beinen, nur Rosinen. Was los? Das ist das. Die haben keine, die schwör auf alles. Die wissen nicht einmal, was echte Mafia ist. Das sind Clowns. Mo, und du weißt, was die echte Mafia ist? Hm? Ich glaube nicht. Sonst würdest du dich nicht hier zum Affen machen mit deinem dummen Geschwätz mit 313, LBN, supportet die echte Mafia. Junge, du weißt gar nicht, was Mafia-Strukturen sind. Du Clown. Das, was du hier machst, ist einfach nur Entertainment auf komplett unterste Schublade in YouTube. In der realen Welt. Guck mal, Digga. Mir schreiben jeden Tag Leute in Instagram. Jeden Tag. Mittlerweile sind so viele Zuschauer, die auch hier diesen ganzen Bullshit verfolgen. Und die schreiben mir, dass die dich kennen, dass sie dich sehen und wie du mit deiner Kamera rumläufst und was für paranoide Gestalten ihr seid. Ey, ihr macht nur vor den Videos kurz so, ihr haltet eure Videokamera, rennt da kurz durch euer Gebiet, ja. Und erzählt irgendwas von wegen, ich bewege mich überall, aber Digga, sobald die Kamera aus ist, weg seid ihr alle. Mann, Digga, hör doch auf. Hör doch auf, Mo. Das sind Rockprozent da, diese Rocker, egal, ich habe nichts gegen Rocker und so, egal, jeder wie er möchte. Ja, wenn du nichts gegen Rocker hast, warum schießt du dann den ganzen Tag? Guck mal, was ich auch nicht verstehe, ist, du hast ja mit einem von den Hells Angels in Mallorca, also du sagst es ja, die rechte Hand von Frank Hanebut, mit dem hast du Ärger. Okay, ist ja schön und gut, kann ja sein, wer weiß, ich weiß ja nicht, was da wirklich Sache ist, vielleicht lügst du ja wirklich nicht. Warum schießt du dann gegen Werner Frankfurt? Warum schießt du dann gegen Christian Eckerlin? Warum schießt du dann gegen diesen Cello oder wie der heißt von den Hells Angels, der auch scheinbar eine sehr mächtige Person ist? Oder gegen Frank Hanebut? Gut, Frank Hanebut hat da scheinbar mit Mallorca zu tun gehabt damals. Digga, warum schießt du dann gegen die alle? Was haben die dir getan? Du ziehst ja den ganzen Club mit da rein. Du ziehst ja richtig in den Dreck. Ich meine, wenn die Leute sich deine Videos anschauen, dann sehen die ja schon, was abgeht, aber dann schießt du doch gegen die eine Person und dann ist doch okay, dann kriegst du wahrscheinlich deine Antwort oder auch nicht und gut ist. Aber die Hells Angels haben mir Probleme gemacht, die gegen den Kodex gearbeitet und dafür werden die Rechnung bezahlen. Gegen den Kodex. Okay. Ist egal, ob es ein Jahr dauert. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr wollt, ich komme. Wir reden, ist mir scheißegal, aber mit leeren Händen braucht ihr nicht angeschissen kommen, das wisst ihr auch. Deswegen wollen die auch keine Lösung haben, weil die wissen, die würden Gesicht verlieren, nicht ich. Ach so, also Mo 86 will Entschädigungsgeld oder was, weil die angeblich mit dem Mist gebaut haben. Was müssen die mit dem getan haben? Also wenn es wirklich stimmt, ne? Ach, das würde mich mal echt interessieren. Ja, Mo, hier, komm. Jetzt hast du in dem anderen Livestream, ich weiß nicht mehr, in welchem das war, du streamst ja irgendwie immer morgens und mittags und abends jetzt mittlerweile, 22 Uhr. Da hast du ja irgendwas erzählt, da hast du ja angefangen zu erzählen, was der wahre Grund ist, aber dann doch wieder nicht, also hast wieder nur in keine Ahnung, was du da geredet hast. Man hat nicht viel verstanden. Dann hau doch mal die Wahrheit raus. Was haben die Leute mit dir gemacht? Was haben die Leute mit dir gemacht, dass du so verärgert bist? Erzähl mal. Sie müssten mir als Bittsteller auftreten. Ich würde auch nicht akzeptieren, hey, hier, das und das. Das ist einfach das. Ich sage euch das. Ich habe auch Sidal gesagt, wenn wir reden, egal, ich blamier dich nicht. Ich veröffentliche nicht das Gespräch, habe ich nicht veröffentlicht. Was hat er gemacht? Er ist zur Expo gegangen und hat Lügen erzählt. Was habe ich dann gesagt, wenn er nochmal lügt? Ich pick ihn. Das ist das. Und jetzt ist er zum Gekannli geworden. Das ist einfach das. Und ich schwör auf alles, habe ich die Nachrichten hergezeigt? Nein, ich könnte ihm sowas von blamieren. Ich schwör auf alles, diesen Clown, diesen Sidal. Ich habe seine Nachrichten, Sprachnachrichten, alles gespeichert. Mache ich nicht, weißt? Deswegen auch diese Sachen, was in Mallorca waren, rede ich nicht drüber, weißt? Aber ich schwör auf alles, die haben ja nicht einmal den Mut, mit mir auf einem Tisch zu sitzen, weil dann wieder, hey, bitte beruhig dich. Ja, warum sollen die denn mit dir auf dem Tisch sitzen? Wenn, dann sitzt man doch an dem Tisch, oder? Also ich weiß ja nicht, ich habe so beigebracht bekommen, dass man am Tisch sitzt und da auch isst. Wahrscheinlich sitzt du auf dem Tisch und isst auch da. Oder scheißt dem einen oder anderen da auf den Teller, ne? So wie du es die ganze Zeit machst. Bitte beruhig dich. Und die wissen nicht, ob ich mich dann beruhigen lasse oder nicht. Das ist das. Die haben nicht den Mut dazu, das sage ich euch ganz ehrlich. Was für einen Grund hätten die sonst, da das einfach zuzulassen? Stellt euch vor, manche Leute machen aus einem Video, wo ich über die rede, 8 Videos draus und so. Damit meint er bestimmt mich gerade. Ach Mo. Auch
auch wenn die Scheiße reden und Scheiße drauf reagieren. Jeder weiß doch, was die Wahrheit ist. Immer mehr Leute schreiben mir in die Kommentare, hey, das, was du sagst, was du machst und so, wie kannst du das alles machen und niemand sagt dir was. Ja gut, also von deinen, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten du mittlerweile hast, du warst irgendwie ein paar hundert vor mir. Ich weiß nicht, was du mittlerweile an Abonnenten hast. Du hast sie ja ausgeschaltet. Ich denke mal, zu 2500 Abonnenten wirst du mittlerweile haben. Von diesen 2500 Abonnenten kommentieren immer 10 Leute, immer die 10 selben. Ja? So, das sind die einzigen, die dich irgendwo supporten und sagen, jo, Mo, du hast recht, dies und das. So, wobei von den 10 sind 8 Stück dabei, die sich einfach nur über dich lächerlich machen, die auch immer bei uns kommentieren und die uns auch fleißig am Schreiben sind, was die von dir halten, ja. Aber gut, ist ja alles nur Fake. Genau aus dem Grund, ich schwöre auf alles, die haben gegen den Kodex. Es gibt Regeln in der Unterwelt, glaubt mir, es gibt Regeln. Ja, und die kannst du nicht kennen, weil du spielst nicht in der Unterwelt mit. Junge, was ist los mit dir? Digga, wenn du in der Unterwelt wärst, warum sitzt du vor der Kamera und erzählst so einen Schwachsinn, Alter? Da geht es nicht um welche Nummer du bist oder was auch immer. Wenn du dich auskennst, wenn du Kontakte hast, weißt du, es gibt Regeln, dass du das und wenn gewisse Regeln da nicht beachtet werden, ist das ein absolutes No-Go. Da hilft dir niemand, glaub es mir. Und das wissen die, die haben gegen die Regel gemacht, viele Sachen sogar. Ich schwöre auf alles. Sogar bei den Schwarzen haben sie dich unbeliebt gemacht. Warum? Jeder denkt sich, was ist Martin? Bist du Martin Luther King geworden? Was redest du für Schwarze? Du bist nicht schwarz. Rede ich für Schwarze, ne? Ja, gut, der redet jetzt von Martin Trompete oder wie heißt ich, sorry, falls ich es falsch ausspreche. Der gute Mann ist auch bei den Hells und der hat eine farbige Frau und auch, ich glaube, Kinder mit ihr. Und der nimmt das halt alles ernst, was ich auch ernst nehmen würde, oder was ich auch ernst nehme, dieses Thema. Ich meine, die da irgendwo zu beleidigen, ist nicht okay. Ja, und der hat halt da irgendwie die Schwarzen, also die Farbigen, in Schutz genommen. Ich weiß nicht mehr, wegen welchem Thema das war. Ich habe da irgendwas mitbekommen, hatte ich mir auch angeschaut gehabt, aber ich weiß nicht mehr genau, um was es da ging jetzt. Ja, so, was ist daran verkehrt, Alter? Ist doch völlig okay, vor allem noch, wenn er eine farbige Frau hat. Natürlich, der liebt seine Frau und gut ist, ich würde genau dasselbe tun. Ich würde nicht anders reagieren. Also was erzählst du da, Junge? Ich kann selber reden, du Clown. Martin Clown, gut. Mit diesem Moab Dalla, mit diesem zurückgebliebenen Typen, Alter. Das merkt jeder, dass er richtig zurückgeblieben ist. Dieser Typ. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, heute kommt wieder um 22 Uhr der Livestream. Seid alle dabei und wird auf dem Hauptkanal stattfinden. Abonniert auf jeden Fall auf diesen Channel. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe vorgestern Geburtstag gehabt. Deswegen war ich jetzt auch nicht aktiv. Oh Scheiße, jetzt ist Mo 39 und erzählt immer noch denselben Mist. Bisschen gefeiert, bisschen das und das. Ihr wisst schon. Das und das, ja, wir wissen Bescheid, hä? Und auf jeden Fall. Wir sehen uns um 22 Uhr, bin ich live für euch. Diesmal war nicht angekündigt. Ich werde auch öfter spontan eine Livestreams und so machen. Deswegen abonniert die Channel, da kriegt ihr eine Benachrichtigung. So, also Leute, Mo68 hat Geburtstag, ist keine Ahnung, wahrscheinlich 39 geworden. Einmal Frankfurter Applaus. Gratuliere dir weiterhin viel Gesundheit, viel Erfolg, viel Geld. Ich bin ja kein Nichtsgönner, ne? Ich gönne ja jedem. Gut. Weiter brauchen wir gar nicht hören, die letzten paar Sekunden wird dann nämlich dasselbe wie immer sagen, La Brother Nostra und. Ja, wie gesagt, Leute, ich hatte auch hier reingeschrieben, dass ich auch gerade an ihm denke. Ich habe gedacht, er antwortet mir, aber tut er nicht. Naja, aber wenigstens hat er ja meinen Namen mal bisher gesagt, wo er dann wieder gesagt hat, er hätte ihn nicht gesagt, aber wir haben es ja eingeblendet. Also, ne, nur noch Matsch in der Birne. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video.